Dietrich hat wirklich diese ganzen damaligen Koryphäen aufgesucht. Das ist nicht verkehrt, von denen zu lernen. Und das hat einen Großteil seiner Entwicklung ja bereitet. Weil ich sehe eigentlich kontinuierlich, genauso wie Dietrich Klingert, sehe ich, dass die Menschen immer früher krank werden, immer frühere Probleme bekommen und dass auf der anderen Seite die Gehirnleistung, dass die Patienten uns überhaupt verstehen, dass das ständig abnimmt. Also die rufen 20, 30 Mal noch an und fragen die gleichen Sachen mehrfach, das wird immer mehr und da stimmt ja was nicht. Ein Faktor ist der Mobilfunk und da interessierte mich halt, wieso bekommen wir immer mehr hartnäckige chronische Infektionen und gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Das ist halt die Frage. Die Jugendbewegung, die im Moment in Gang kommt, die wird vielleicht heute Nachmittag auch wieder demonstrieren und es ist das erste Mal, dass wieder Jugendliche aufstehen. Also die Zeit, die Dietrich Klingert genannt hat, das sind so die 68er, 70er Zeit, wo die Jugend rebellisch wurde. Aber jetzt scheint doch mal ein Punkt erreicht zu sein, wo selbst die Jugendlichen zwar noch nicht viel Wissen haben von den Zusammenhängen, aber sie merken auch, es stimmt was nicht. Und damit wir hier eben Ruhe haben, wollen wir also hier diese Smartphones am besten mal in den Flugmodus tun. Weil das ist das Wichtigste hier im Raum erstmal, dass unser Klima nicht gestört ist.